Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Koalition gegen den IS-Terror und die damit verbundene Ausbildung und auch Ausrüstung der Peschmerga im Nordirak, beides sind erfolgreiche Missionen. Beiden haben wir gerne zugestimmt. So wie wir als Freie Demokraten übrigens seit 2006 die Auslandsmandate immer mitgetragen haben in Verantwortung für unsere Wertegemeinschaft. Die Reputation der Bundeswehr ist übrigens da, wo wir im Einsatz sind, unglaublich groß, sowohl bei militärischen Partnern als auch in der Zivilgesellschaft. Und ich möchte an der Stelle den Soldatinnen und Soldaten im Namen der Freien Demokraten herzlich danken für ihren Einsatz, vor allen Dingen für ihr Engagement, dass wir ein so gutes Image haben, das ist ihr Verdienst. Meine Damen und Herren, das ist der erfreuliche Teil. Weniger erfreulich ist, dass die Bundesregierung, wie schon bereits im März, erneut das Mandat Bekämpfung des IS-Terrors mit dem neuen Mandat Ausbildung im Irak verknüpft hat. Der Trick ist ganz einfach. Durch die Kopplung kann man nicht zu dem einen Ja und zu dem anderen Nein sagen. Und wir haben bereits im März kritisiert, dass es beim Einsatz im Irak eben durchaus Unklarheiten gibt. Und bis dato ist man auf unsere Kritik nicht eingegangen. Und wir haben auch im März bei der Stimmabgabe uns noch enthalten, weil wir abwarten wollten, wie die NATO sich im Irak positioniert. Im Laufe der letzten Monate, das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wurde in Brüssel verhandelt. Wir saßen mit am Tisch, man ist auf unsere Wünsche eingegangen. Und als alles besiegelt war, dass wir zusammen in die Mission gehen, steht Deutschland auf und zeigt der NATO die lange Nase. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Signal an unsere Verbündete? Ohne die NATO, ohne unsere Verbündeten wären wir nicht da, wo wir heute auch in Deutschland sind. Nicht im Traume hätten wir den Wohlstand in Frieden, Sicherheit und Freiheit. Und heute, wo wir verändernden Bedingungen ausgesetzt sind, wo unsere Armee weltweit im Einsatz ist, arbeiten wir in diesem Fall nicht mit der NATO-Mission zusammen. Herr Außenminister, Sie reisen um die Welt und beschwören den Multilateralismus. Gut so. Warum werben Sie nicht in Ihrer Fraktion dafür, dass Deutschland an der Stabilisierung im Irak nicht bilateral, sondern gemeinsam mit der NATO-Mission unterwegs ist? Denn wir bauen ja, wir würden ja auf einer Mission aufbauen, die bereits im Irak existiert. Weder im Ausschuss noch in der Debatte haben wir von Ihnen je gehört, warum Deutschland das nicht tun sollte. Und der Hammer ist, dass Deutschland der NATO-Mission im Sommer noch zugestimmt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, ich kann Sie nicht verschonen. Kollegen Wadefuhl, Sie haben sich zu Recht deswegen ausgeweint im Newsletter Verteidigung. Kollege Hart, exzellenter Artikel von Ihnen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Herr Röttgen, großer Außenpolitiker, meine ich nicht ironisch, im Vorstand der Atlantikbrücke. Wo bleibt Ihr Aufschrei? Und Frau Ministerin, ich weiß, Sie haben das im Ausschuss ja auch eingeräumt, dass Sie es lieber in der NATO-Mission eingepackt hätten. Und ich glaube, dass Sie eine solche Unzuverlässigkeit dem Bündnis Freunden gegenüber nicht ernsthaft mit Überzeugung mittragen wollen, nur weil die SPD einmal mehr Bauchschmerzen hat. Meine Damen und Herren, ein letztes Zitat aus dem taufrischen Konzept der Bundeswehr. Ich zitiere: Die feste Integration der Bündnisstrukturen und der Einsatz im multinationalen Verbund kennzeichnen das Handeln deutscher Streitkräfte. Die Bundeswehrregierung hatte die Möglichkeit, heute dieses Mandat im Bündnis aufzusetzen. Sie hatten die Chance, eine breite Mehrheit im Parlament zu setzen, und Sie wissen, wie wichtig das ist. Sie haben es vermasselt. Deswegen werden die Freien Demokraten außerhalb der NATO, ich betone das, diesem Mandat nicht zustimmen. Wenn Sie im Laufe der Zeit sich wieder im Bündnis zurechtfinden und mitmachen, dann können Sie in der Tat auf unsere Unterstützung bauen. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Alexander Neu für die Fraktion Die Linke.